Ja, wer hätte das gedacht? Ein Trabant 1.3 hier als Kombi-Ausführung. Den schauen wir uns genauer an und wir schauen nachher auch in den Motorraum. Trabant 1.3. Ja, also da merkt man sofort, dass hier richtig was losgeht. Normalerweise hat der Trabant 1.1 ja einen Motor mit 41 PS. Also das sind die normalen Kenndaten. Und hier haben wir es also deutlich kerniger. Mit 58 PS ist der 1.3er so richtig bissig. Und da geht schon richtig was los. Also da lässt du jeden an der Ampel stehen. Das hängt hier damit zusammen, dass der Besitzer des Fahrzeuges, der hat also früher im Versuch bei VEB Sachsenring gearbeitet und der hat noch so einen wunderschönen Versuchsmotor noch da gehabt und hat gesagt, so jetzt gönne ich mir das mal hier, diesen Wagen hier aufzurüsten. Also das sind knapp 100.000 Kilometer hier auf der Uhr, aber wenn man jetzt bedenkt, der Motor, der klingt also echt wie neu. Das ist tatsächlich so. Und du hattest ja vielleicht auch bloß gar keine Kilometer oder was geworden mit dem? Ich denke mal, der Motor wird so 10.000 Kilometer haben. Im Endeffekt, genau lässt sich das nicht nachvollziehen, wie viel da in seinem ersten Leben gelaufen ist. Da hat noch keinen Nachweis. Hm. Aber seitdem wir eingebaut haben hier, denke ich mal so 10.000 Kilometer. Ja. Ja, also hier sieht man schon, was losgeht. Habt ihr da auch irgendwas an Bremsen noch machen müssen oder irgendwelche Dinge, die bei der PS-Steigerung mit drin sind? Das war nicht erforderlich, weil in der Konstruktion von dem 1.1er waren ja auch noch andere Motoren erdacht gewesen. Aha. Und da ist die Bremse etwas stärker schon ausgelegt gewesen und völlig ausreichend für diese Situation hier. Aha. Also den hat man dann schon überdimensioniert, ausgelegt, so vom Fahrwerk und so weiter, dass also schon mal klar ist, man könnte also auch da ein paar Steigerungen reinbringen. Ja, und ich sehe gerade, der hat ja sogar original diesen Adapterkeil, den gab es also als Zubehör auf Zukaufswunsch, dass man das Radio reinkriegt. Man sieht hier, das liegt also leicht schräg drin, weil ganz normal gerade kriegst du das Radio hier nicht reingebaut. Da stößt du hinten an Barrieren in Karosserieversteifung und so weiter. Das war also da notwendig hier, dass du leicht schräg nach unten. Also man hat für alles irgendwie ja, Dinge gehabt, die irgendwann mal erdacht worden sind und wo man heute sagt, ja, kann man so machen. Also generell hält und klappert nicht und funktioniert einfach. Ja. Geht ab wie Sau. Da kannst du wirklich sagen, was ist denn das für ein Kombi? Der geht ja wie die Sau. Ein absolutes Ding. Ja, in dem schönen Papyrusweiß. Also das ist schon wirklich hier, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich habe also auch zwei von diesen Fahrzeugen gehabt, auch als Kombi. Und da geht das Herz schon ein bisschen auf hier. Ne? Das ist schon cool. Das ist schon richtig klasse. Ja, und der Gute, der kommt jetzt hier zur Wartung in die Werkstatt. Und da muss man natürlich immer ein bisschen was dran machen. Wie am ersten Tag.
Ja, schauen wir uns jetzt hier mal im Motorraum etwas um. Man könnte ja vermuten, die Optik ist ganz anders als beim Trabant 1.1, aber dem ist nicht so. Wir haben hier also tatsächlich die gleiche Aussehensweise, also der quer eingebaute Vierzylinder-Viertaktmotor und hier der 1.3er, der bringt also auch dann deutlich mehr PS mit, also 58 statt die gewohnten 41 PS. Und das ist schon, also bei dieser Fahrzeuggewichtsklasse, ja, ist immerhin auch 200 Kilo leichter der Trabant hier als ein Wartburg-Kombi zum Beispiel. Und das macht natürlich enorm was aus, was die Fahrleistungen angeht. Also hier auch das Gewicht des Aggregats ist nicht sonderlich anders. Man hat, denke ich mal, bloß im Rumpfmotor Unterschiede, so dass also die Wasserumspülungskanäle eventuell da etwas anders ausgeführt sind. Ja, wenn man hier reinguckt, na gut, ein bisschen gelitten hat er schon, aber hier die stolze 1, ne, hier sieht man, dass also der Trabant bei Audi aus den Audi-Fabrikationshallen vom Band gelaufen ist. Das macht uns schon etwas stolz. Schnurrt wie eine Maus. Herrlich. Hier sieht man den Gasblasenabscheider, wie er schön funktioniert. Das ist eben noch Technik, wo du richtig reingucken kannst. Ne? Also Spritfilter, sagen wir mal so. Aber im Fachjargon heißt er halt Gasblasenabscheider, weil dann auch keine Luft im Kraftstoffsystem sein soll. Hier der Kumpel, der hat immer mal ein bisschen Probleme und Sorgen gemacht. Besonders bei nassem Wetter kann es passieren, du musst ihn immer mal zwischendurch trockenlegen, weil das Auto nicht mehr läuft. Also da ist der Verteilerfinger dann einfach nicht mehr an der Lage, hier ordentlich Kontakt herzustellen. Ja, und das war schon diese kleine Überraschung. Ein Trabant 1.3, ein absolut seltenes Modell. Und ich hoffe, das Video hat wieder mal gefallen. Und ich freue mich über Kommentare, Likes und auch natürlich ein kostenloses Abo.